Hallo und willkommen wieder bei einer neuen Woche, die wir jetzt beginnen mit natürlich was auch immer. Also was sollte es sonst sein, wollte ich eigentlich sagen. Minecraft natürlich. Hallo alle zusammen. So, ich wollte hier mal schnell runter. So. Und der Friedhof ist ja soweit eigentlich schon ganz gut fertig geworden. Ich habe bloß nicht mehr genug Kies, habe ich festgestellt. Wir nehmen auch Erde mit. Wir müssen das ja noch so ein bisschen aufschütten. Der Weg hierher muss ja noch fertig gemacht werden. Ich frage mich, wo dieser Zombie jetzt auf einmal herkommt, ne? Dieses Röcheln, aber das haben wir schon die letzten Male so ein bisschen gemerkt. Dass da irgendwie so ein Zombie ist, der hier so sein Unwesen treibt. Na gut, passt irgendwie so ein bisschen zum Friedhof. Ja, so, ja, Zombies, Friedhof. Passt doch ganz gut. So, genau. So, dann haben wir den Weg zumindest noch nicht ganz fertig. Ach, wir machen das einfach mal so hier. Denn passt es noch nicht. Ja, mir fehlt ein Kies. Habe ich vielleicht da drüben in der Kiste noch was drin? Da unten? Ich hüpfe mal hier kurz runter. So, ach, ich kann nicht rennen, weil ich nicht genug gegessen habe. Ja, dann essen wir mal kurz auf dem Weg dahin. Füllen mal kurz die Leiste wieder auf. Ich muss sagen, ich möchte auch in Zukunft gerne mehr mit Hecken arbeiten. Also irgendwo so ein paar Grundstücke. Vielleicht mit Hecken abgrenzen oder sowas. Mal gucken. Oder Zäunen. Weil bisher sind die Grundstücke ja einfach nur, bestehen sie nur aus Häusern. Da gibt es ja sonst nichts. So, habe ich hier dann noch Kies dabei? Was ist das denn? Kies. Ja, sehr schön, sogar genug. Dann können wir nämlich auch den Weg dahin ordentlich setzen. Achso, die Melonen können wir weg und die Erde brauche ich dann doch in der Hand. Ja, ist ja gut, Kalle. Ist ja gut. Wird alles gut. Wirst du sehen. So, oh, wir sind so schnell gerade. Ein Wunder. Sehr verwunderlich sogar. Ja, also ich will zumindest hier so ein bisschen Erde an der Seite haben. Weil es sieht sonst nicht aus. Genau. Und dann hier so in der Form, dass wir das so machen. Ja, doch, das geht. Das ist schon ganz in Ordnung. Muss das hier so sein, genau. Und hier noch so, genau. Doch, das geht. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. So. Habe ich noch, jetzt muss ich kurz gucken, habe ich noch Ziegelsteine oder Steinziegel? Weil der Weg hierhin soll dann ja auch ein bisschen... ja, feierlicher passt nicht ganz, wenn man das jetzt sagt, aber zumindest ein klein wenig besser sein, als so wie der andere Weg, den wir immer gebaut haben, also zur Kirche direkt hin, ne? Die Leute sollen ja hier vernünftig herkommen, deshalb ist dann auch hier schön mit dieser Steinziegelrand, den wir sonst auch immer bewegen gemacht haben. Der Zombie geht aber mal richtig ab. Wo ist der denn? Also hier unten drunter muss irgendeine Höhle sein, wo er sich mächtig wohlfühlt, ne? Nicht, dass der bei uns hier drinnen rumlungert irgendwo. Ich hoffe ja mal nicht. Hätte ich jetzt gar nicht so die Lust zu. Dass wir jetzt hier auch nochmal auf Zombiejagd gehen müssen. In der Kirche. Naja, egal. So, kurz gucken. Ach ja, da fehlt noch das Kiesstückchen, damit der Weg fertig ist. Ja, genau. Und bisher hat sich das Ganze ja noch nicht aufgelöst. Sehr gut. Mensch, ach, klasse. Also, was wir heute machen. Also, kurz so ja, ich weiß nicht. Halt so... Ja, wie soll ich sagen? Also so projektplanungsmäßig, kann man das so sagen? Projektplanungsmäßig? Ja, kann man so sagen. Wir werden... Ich mach das mal hier noch ein bisschen länger. Genau, hier so, ja, so ein Stückchen, genau, so in der Richtung. Wir werden heute auf jeden Fall noch an der Gruft weiter basteln. Die ist nämlich noch nicht fertig, da fehlt noch was. Wie gesagt, dieses grausige Geheimnis muss dann noch hinzugefügt werden. Was die Leute hier nach wie vor in kleinen Kleckersdorf so in Schrecken hüllt. Ja, so die kleinen Kinder kriegen das so als gute Nachtgeschichte erzählt, damit sie sich halt artig benehmen. Deshalb, so, kurz gucken. Muss eigentlich nur noch hier und... Ach, ich habe, glaube ich, noch ein bisschen... Habe ich? Nee, ich habe keine Erde mehr. Muss hier noch aufgestockt werden, die Erde. Wir haben riesen Bauvorhaben hier mit dieser, oder Terraforming-Vorhaben mit dieser ganzen Erdaktion. Bis das denn alles vernünftig aussieht, da braucht das immer so Ewigkeiten. Also, der muss hier wirklich direkt runter sein, ne? So in der unmittelbaren Nähe von uns. Ja, also er fühlt sich auf jeden Fall angezogen. Ach, da hat noch jemand Minecraft angefangen zu spielen. Sehr schön. Hallo, der Gamer Kevin. Ja... Ja, liegt ja auch auf dem Friedhof, ne? Das Blümchen kann da weg. Das können wir noch gleich mal behalten, weil das brauchen wir. So, ja. Weil hier werde ich jetzt, glaube ich, mal runtergehen dann gleich. Also die Treppe runterbasteln. Hier so an der Stelle, das bietet sich ganz gut an, finde ich.
Da brauche ich dann Steinziegeltreppen. Ja, also hier kommt man runter, genau. Ja, so in der Richtung. Oder in der Form vielmehr. Ah, das Gras muss weg, das stört hier. Das ist da fehl am Platz. Oh nee, wir haben. Ja, das kann ich jetzt eigentlich nicht gebrauchen, so einen Samen für irgendwas. Nein, nicht hier hin. Das finde ich so doof. Also, dass wenn man das auf Gras setzt, dass er dann einen Block höher das Ganze hinknallt, anstatt das Gras gleich wegzunehmen. Naja. Ändert sich noch irgendwann. Ich glaube, beim PC ist es so, dass es dann das Gras komplett gleich ersetzt wird. Ja, wenn man so lang tapert. Doch, das geht auf jeden Fall. So, das können wir schon mal so lassen. Hier ist es auch in weiter Ordnung. Wenn ich überlege, wir haben doch eigentlich vorher hier alles erst abgetragen gehabt, damit das vernünftig ist. Und dann jetzt haben wir es dann doch wieder neu gesetzt. Und ich nehme hier die restliche Erde, die ich gerade noch in der Hand habe, um hier vorne zumindest schon mal einen Teil dieser Lücke zu füllen. Ist ja immer noch nicht ganz fertig hier unten. Ja, ich weiß, muss auch noch kommen, dass das hier vernünftig gesetzt wird. So, genau. Ein Stückchen haben wir geschafft. Kann sich das mal bewuchern? Ja. Jetzt bin ich am Überlegen. Was. Ach ja, da muss ich hier runter. Genau, da brauche ich jetzt nämlich ein paar Sachen. Das muss ich ein bisschen vorbereiten für die Gruft. Ich hoffe, ich habe genug dabei an Materialien, die ich dafür brauche. Die Blume behalte ich noch. Die kommt jetzt erstmal noch dann gleich auf ein Grab drauf. Und dann brauche ich auf jeden Fall Eisen. Nehmen wir mal hier diesen 31er Stapel. Das sollte reichen. Was brauche ich nicht? Ich brauche nicht Steine im Moment. Zumindest nicht alle. So, die Holzdinger brauche ich auch nicht. Ich brauche Redstone. Ja, genau. Redstone brauchen wir. Irgendwas anderes noch, was ich hier gerade gebrauchen kann? Ich überlege gerade mal. Nee. Passt auch vom Platz, glaube ich. Ich hoffe es. So, und dann mal schnell hier rein und dann basteln wir ein bisschen. Ne, die paar Sachen, die wir denn da brauchen. Und zwar brauchen wir das. Ah, dann habe ich doch nicht genug Platz im Inventar, ne? Ich sehe es gerade. Ach, da brauche ich Stöcker. Wo habe ich denn. Habe ich gar keine Stöcker mehr? Verdammt, jetzt habe ich auch keinen Platz mehr. Muss ich nochmal irgendwas rausnehmen? Ich glaube, dann nehme ich nochmal Steine raus aus dem Inventar. Ja, hier zum Beispiel das und das kann erstmal raus. Steinziegel, Stufe. Behalte ich mal noch. Aber Glas kann erstmal weg. Das brauchen wir nicht. Sehr schön. Und den Glowstone. Ja, lasse ich noch dabei. Den lasse ich noch dabei. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es kann sein, dass ich den gleich brauche. Und es wird auch schon wieder dunkel. Ganz schön, dass wir dann im Haus sind und jetzt hier noch so ein bisschen am Rumbasteln. Denn wir brauchen Redstone-Fackeln. Und es ist ganz gut, dass wir Stein gebrannt haben, denn für Repeater brauche ich ja auch. Also da brauche ich normalen Stein. Nehmen wir am besten das mal hier gleich mit. Sehr schön. Level 17 schon. Sind wir so doof, dass man für Repeater ausgerechnet diese Steine braucht, ne? Das hätte man auch anders lösen können, finde ich. Ich mache mal gleich hier so, genau. Bei Redstone-Fackeln brauchen wir unheimlich viele. Also gerade wegen den Repeatern. Sechs Repeater reichen mir. Dann mache ich zwei Redstone-Fackeln. Oh nee, da brauche ich mehr. Sechs Stück könnten reichen. Genau. Oder? Wir machen mal acht. Acht reicht auf jeden Fall schon mal. Und ich brauche jetzt zwei Hebel. Zwei Hebel, genau. Es ist schon dunkel. Oh, das passt. Das reicht. Wir holen dann nochmal vorher noch Melonen. Bevor wir da lostapern. Und dann können wir da loslegen, dass die Gruft dann endlich fertig wird. Ja. Ach, wird das schön. Und ich brauche, ich werde Kolben brauchen. Ich brauche Heftkolben. Weil die habe ich gar keine hier dabei. Die habe ich ja noch da unten. Tja, dann müssen wir wohl noch mal ins Tal der Träume und die Haftkolben holen, ne? Haben wir bisher noch gar nicht benutzt. Ich war die Tür offen die ganze Zeit. Habe ich den Platz im Inventar noch drin? Ja, dann können wir noch mal ein bisschen Redstone holen, denn das ist zu wenig. Da wird jetzt ganz viel bei drauf gehen. Na komm, los hier, lauf. Wir haben keine Zeit. Wir haben es eilig. Unsere Welt braucht uns. Wir müssen sie verteidigen vor den ganzen Schafen, die dann hier da irgendwann kommen. Ah, ich sehe gerade hier, die Laternen müssen ja immer noch gemacht werden. Ach, Mann. Habe ich hier vielleicht noch Redstone drin gehabt? Kann das. Nee, hier war kein Redstone mehr drin. Aber das Eisen lasse ich noch dabei. Aber Blumen müssten hier doch noch sein, oder? Eine rote Blume ist. Eine Rose. Ach, das ist eine Rose? Was ist denn das dann? Das ist eine Blume und das ist eine Rose. Aha, okay. Ich wusste gar nicht, dass die.
Ich dachte, das wäre einfach nur Blume. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen. Glaube ich zumindest, dass das eine Rose war. Wo haben wir... Bling war hier, genau. Nehmen wir mal... Doch, so passt das. Und was wollte ich jetzt... Was wollte ich denn eigentlich holen? Irgendwas wollte ich holen. Redstone habe ich, ja. Aber ich brauche... Ach ja, die Haftkolben, genau. Wo habe ich denn die reingemacht? Habe ich die hier bei Werkzeugen und so? Ich hatte doch welche gebastelt. Oder nicht? Ich habe doch Haftkolben gemacht. Also... nee, habe ich noch nicht gemacht. Stimmt, ich habe die... Siehste, habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Ich hoffe, jetzt habe ich noch genug Sachen, dass ich wirklich Haftkolben bauen kann. Ja. Und dann müssen wir mal was wegschmeißen. Genau. 7 Stück, das ist ein bisschen wenig, oder? Aber mehr kann ich wohl anscheinend im Moment nicht machen. Obwohl, doch, ich müsste doch mehr machen können. Doch, auf jeden Fall. Kurz gucken, das hier nochmal wegwerfen. Ah, nein, verdammt, dahin in die Ecke. So, nochmal ein paar normale Kolben. Was fehlt denn da? Holz. Och, nö, ne, jetzt fehlt ausgerechnet Holz. Scheiße. Verdammte Axt. Warum muss denn jetzt Holz fehlen? Mal gucken, ich habe jetzt, habe ich noch irgendwie normalen Stein dabei? Dann packe ich nämlich hier Pflastersteinstufen, genau. Die packen wir weg, dann habe ich den Platz frei und kann wieder wenigstens meine Sachen mitnehmen. Ah, sogar in der richtigen Reihenfolge ins Inventar geknallt. Sehr schön. Und dann nehme ich einfach die Schleimbällchen mit. Und oben können wir ein paar Sachen vielleicht in die Truhe packen. Und dann passt das schon. Dann kann ich da nämlich nochmal neu machen. Ich kreime unterwegs nochmal so einen Baum. Ja, wohl nicht. Ich habe ja keinen Platz im Inventar. Verdammt. Ungünstig. Habe ich noch Stöcker? Weil dann nehme ich... Genau, dann machen wir das so. Dann mache ich hier ein paar Stöcker, aus denen mache ich noch Fackeln. Dann haben wir genug Platz, dass ich wenigstens ein bisschen Holz mitnehmen kann. Ja, so ein bisschen taktieren, ne? Und suchen wir irgendwo weiter hinten im Baum, der jetzt nicht so ganz auffällt, wenn er denn jetzt weg ist. Kann man ja später dann nochmal neu setzen. Ist ein bisschen kahl geworden hier an manchen Stellen. Also ich habe nicht überall gleichmäßig aufgefüllt. Fällt mir jetzt gerade so ein bisschen auf. Na, schade, aber... Gut, kann ich vielleicht später nochmal irgendwann, wenn die nächste Holzklöppelaktion, und sie wird auf jeden Fall kommen, ansteht, dann kann man das mal wieder auffüllen. Ich nehme gleich nochmal 2 Bäume hier, so 2, den einen kleinen hier noch mit. Genau. Wie viel haben wir? 10. Boah, 10 reicht erstmal. Da haben wir genug Holz für irgendwelche Sachen. Mehr brauchen wir im Moment nicht. Den Rest können wir dann später bei Bedarf holen. Ach, sieht toll aus, nach wie vor. Juhu! Ja, ich freue mich immer über die eigenen Sachen, die ich hier bastel. So, Tür kurz zumachen. Und dann machen wir noch wenigstens, dass wir eine glatte Zahl haben. Genau. Dann brauche ich... Genau, hier einen davon. Kurz mal die Axt wegschmeißen. Na komm. So, und dann noch hier, daraus machen wir nochmal einen Haftkolben. Sehr schön. Ja, 2 habe ich nur. Warum habe ich denn... Ach, ich habe da noch 2 Stück davon. Hä? Verstehe ich jetzt zwar nicht. Muss ich auch, glaube ich, nicht verstehen. Ach so, ja, ich habe aus Versehen, glaube ich, mehr gemacht. 9. Na, dann sollten wir vielleicht doch nochmal daraus irgendwie noch einen machen. Habe ich denn... Ach, jetzt habe ich nicht mehr genug Stein. Ja, irgendwas fehlt halt immer. Naja, egal. 9 Stück passen auf jeden Fall erstmal. Das reicht. Machen wir erstmal so weit wir kommen und dann können wir später mal nochmal neu setzen. Ah. Wir sollten hier hinten auch noch eine Hecke eigentlich setzen, ne? Das müssten wir auch noch machen. Ich habe jetzt bloß die Hecken nicht mehr mit, die Heckenstückchen. Dann machen wir das später. Weil dann ist es auch abgeschirmt gegen irgendwelche Viecher, die da ankommen. Na, wo die können auch drüber hüpfen. So, und dann wollen wir mal kurz gucken, wie ich das mache. Ja, es ist so... Ich will es eigentlich nicht zu offensichtlich machen, aber die Sache ist ja eigentlich, haben wir ja eh Besucher. Ach, wir nehmen mal kurz die Blumen. Ja, die können wir mal kurz setzen, haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Komm, machen wir das mal schnell. Also, hier kommt auf jeden Fall eine rote Blume davor, eine Rose. Genau. Kann ich da direkt? Nee, muss ich hier ransetzen. Oh, so ein kleines Blümchen davor. Sieht doch ganz hübsch aus, obwohl, nee. Machen wir eher mal hier davor. So, es ist nicht, weil da irgendwie wer liegt und ich sage, nee, nur der Jumper kriegt eine Blume. Nee. Einfach nur, weil ich da direkt ransetzen kann. Ich möchte das nicht direkt am Weg halt haben. Okay, die Tür können wir schon mal... Ja, wir setzen mal die Tür schon mal rein. Und dann die Hebel. Den mache ich hier hin.
Ja, okay, funktioniert nicht. Sehr schön. So habe ich das nämlich auch geholt. Weil die Sache ist ja, es gibt dieses Problem mit diesen Türen. Ja, wenn man hier noch einen Hebel dran machen würde, kann man zwar von innen hier auch wieder bedienen, aber es würde nicht funktionieren, weil der die ganze Zeit das Signal schickt, dass die Tür auf ist. Deshalb, also der schickt ein Signal an die Tür und wenn dann ein anderes Signal kommt, heißt das nicht, dass das aufgehoben wird, sondern die Tür bleibt dann einfach offen. Ist ein bisschen doof, gibt es aber den einen oder anderen Trick, wie man das machen kann. Und das werden wir jetzt einfach mal so basteln. Was ich dafür brauche, ist auf jeden Fall erstmal gucken, das ist zwei Felder, das ist dann praktisch hier. Muss ich mal, also hier muss ich jetzt ein bisschen rausnehmen. Ja? Also es wird jetzt ein bisschen grausam aussehen, bis wir denn damit fertig sind, aber ja, ist halt so, ne? Und mit Redstone wollten wir auch schon lange, lange wieder mal was basteln. Genau, ja, das passt vom Abstand. Dann muss hier, wo habe ich denn meine Fackeln? Das muss mal hier weg. Muss hier eine Redstone-Fackel ran. Also wir sehen, jetzt ist sie an. So, klar, und? Jetzt soll sie aus sein. Genau, so. Also der Impuls wird jetzt nicht mehr gesendet. Man kann die nämlich mit Schaltern immer an- und ausmachen, die Redstone-Fackeln. Ganz gut für irgendwelche Schaltungen. So, genau. Pudum, 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 pudum. Wie mache ich das jetzt? Da ist der Schalter für drinne. Dann sollte der Schalter von hier irgendwie an der anderen Seite sein, ne? Oder irgendwo anders. Ja, ist die Sache nur, wo wir den hinknallen. Ich glaube, den mache ich hierhin. So, das heißt, da muss ich hier auch noch den Boden rausnehmen, damit ich da ordentlich rankomme. Fackel setzen. Also, wo habe ich jetzt den anderen Schalter? Habe ich, ach, den habe ich draußen dran. Mist. Mist, verdammter. Wenn ich den jetzt wegnehme, genau, dann geht die Tür zu. Dann müssen wir die Tür doch erstmal wieder wegnehmen. Nützt alles nichts. Hier kommt der Schalter dann rein, so ein bisschen versteckt. Ja, das geht. Kurz schauen, das ist die richtige Höhe. Ja, ich muss noch eins weiter rein. Und dann hier dahinter praktisch. Also der Stein nicht. Die Höhe ist jetzt gut, jetzt muss ich noch eins weiter in die Richtung. Das heißt, der Kies muss hier weg. Ach, da ist auch noch so viel Kies. Erde, komm her. Füllen wir das mal damit auf. Und hier kommt halt auch eine Redstone-Fackel. Gucken wir gleich mal, ob es funktioniert. Wenn ich den von hier drücke, müsste es wieder aus sein. Ja, wunderbar. Das heißt, es hat geklappt. So, den noch weg, dann passt das. Dann können wir hier schon mal hier, nämlich die Leitung hierher legen. Und mal grob, können wir mal schauen. Jetzt müsste ja eigentlich ein Impuls gesendet werden, das heißt, das sollte leuchten. Ja, tut es auch. Die Sache ist, das funktioniert immer 10 Felder weit. So ein Impuls von so einer Redstone-Fackel geht 10 Felder weit. Das heißt, dann hier von hier aus 10. Ist manchmal ein bisschen unterschiedlich. Manchmal habe ich das Gefühl, das Signal wird einfach nur schwächer, aber immer so 10 kann man sich als Faustregel merken. Dann sollte man einen Repeater setzen. So. Ah, der muss noch weg, genau. Hier ist ja dann dasselbe. Jetzt muss ich nur gucken, das ist noch zu hoch. Dann gehen wir hier halt noch runter. Ja. Und ich gehe am besten nochmal eins runter, dass ich genug Platz habe dafür. Oh, Fackel hier unten nochmal hinsetzen, sonst zu duster. Reicht das dann als Höhe? Ja, doch, das passt. Weil die Sache ist ja, hier ist ja die normale Ebene, wo man drauf langläuft. Und die Schaltung muss ich jetzt so ein bisschen verstecken. Die braucht ein bisschen Platz. Und ich nehme da erstmal ein bisschen mehr Platz, als ich vielleicht brauche. Das kann man dann danach noch ordentlich zukleistern, dass da nichts drin spawnt. Aber erstmal, damit ich mich vernünftig bewegen kann, muss ich das ein bisschen größer ausheben. So. Ach, da bin ich jetzt. Wie komme ich denn jetzt am besten zur Tür? Siehst du, da habe ich mir noch gar keine. Das muss ich mal kurz hier weg. Wie komme ich jetzt am besten zur Tür von der Schaltung her? Das wird schwierig. Das wird schwierig. Wenn ich hier eine Redstone-Fackel reinsetze, wird die dann davon beeinflusst von dem Schalter? Nee, wird sie nicht. Sehr gut. Und ich hoffe, dass die Fackel ausreicht, um den Impuls daran, wenn ich den hier ransetze, dann auf jeden Fall. Dann sollte es eigentlich durch den Stein geleitet werden, der Impuls. Weil der wird dann durch den Stein auch weitergegeben. Sieht man ja hier, der Impuls wird von dem Schalter auch durch den Stein weitergegeben an die Fackel. So ist das auch umgekehrt. Müssen wir mal gucken, ob das so hinhaut. Ansonsten baue ich das noch ein bisschen um. Weil ich muss ja irgendwie den Impuls von der Schaltung zur Tür kriegen, damit die Tür auch auf und zu geht. So, dann mal gucken. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Ich habe, glaube ich, vergessen, wie das war. Mal ein bisschen rumexperimentieren wieder. Also wir haben dann einmal. Hier kommt das an. Genau. Ah ne, jetzt muss ich nochmal eins weiter vorsetzen. Das passt so nicht. Ansonsten wird es zu eng. Hier kommt der Impuls an und dann muss ich noch weiter ausheben. Erstmal so. Ja, mal kurz auch das machen. Oh, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen, wie ich das gemacht habe immer.
Ja, ich probiere einfach jetzt, ne? So lange, bis es denn dann funktioniert. Und wir haben endlich mal wieder was mit Redstone gemacht. Hat auch lange noch gedauert. Das letzte und einzige Mal war ja eigentlich, als wir das Weizenfeld angebaut haben. Da die Schaltung, aber das war ja jetzt wirklich nicht, weil wir, das war ja nur so, dass die hinten den Impuls bekommen, dass sie sich heben, also heben und senken, mehr ja eigentlich nicht. Das Schwierigste daran war eigentlich nur zu dem Zeitpunkt unser extremer Redstone-Mangel, den wir da hatten, also Redstone-Pulver-Mangel. Ja, das war so ein bisschen tricky. Ich glaube, das reicht, es könnte mir als Platz reichen, bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, genau, wie war denn das denn, kommt das hier drauf? Genau, dann kam eins hier hin und daran. Ich glaube, da kam eins drauf, oder? So war das, genau. Und dann war hier nicht auch noch einer? Und dann waren hier vorne welche. Ja, es reicht noch nicht am Platz. Boah, ich bin jetzt echt am überlegen, war das so richtig? Am liebsten würde ich gerade nachgucken, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es mir aufgeschrieben hatte. In meinen Welten habe ich das irgendwo auch drin. Aber ich kann jetzt nicht einfach spontan auf mein anderes Profil wechseln und dann hier das zeigen. Nee. Oder kurz nachgucken. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Das wäre so ein bisschen... Nein, dann würde ich ja was verraten. Das geht nicht. So, genau. Das sollte auf jeden Fall dann für den Platz ausreichen. Wir können ja gleich mal dann probieren. Also, hier schon mal die Leitung hinlegen. Die geht ja dann da hin, genau. Und die geht hier hoch. Ah, wunderbar, hat funktioniert. Reicht auch. Wie war das denn gewesen? Also hier auf jeden Fall noch, genau. Diesen dann aus. Ich glaube, so war das gewesen. Ja, weil die sind jetzt hier gekoppelt. Die geben das an den weiter. War das so richtig? Ich weiß es nicht. Und die waren eigentlich dann... Also von hier aus geht dann ein Signal eigentlich nur noch weg. Können wir auch in die Richtung machen. Ist sowieso die Sache, wo ich das jetzt am besten langführe, dieses Signal. Damit wir halt zu der Tür kommen, ohne hier die anderen Sachen zu beeinflussen. Ja gut, wir könnten... Nee, hier können wir nicht lang gehen. Da schneiden wir dann das eine Signal ab. Da muss ich hier eins weiter oben lang gehen. Also hier praktisch drauf. Das wird ja schwierig. Also hier oben drauf lang. Oh, wie soll ich denn da hinkommen jetzt am vernünftigsten? Konnte ich hier nicht... Doch, ich wollte gerade sagen, ich habe das doch hier so gemacht, dass ich hoch kann. Puh. Oh, es ist Nacht. Ach, verdammte Axt, ey. Oh, oh. Muss ich mal kurz die Eisentür reinsetzen? Nicht, dass hier gleich irgendwas ankommt. Schwierig. Weil ich muss irgendwie den Impuls jetzt nämlich dahin leiten. So, kurz gucken. Ja, ich weiß, ich muss dann wieder neu brennen, was soll's. Also hier geht der Impuls lang direkt eins unten drunter. So. Und dann... Ja, wir können das natürlich einfach quer durch den Raum legen. Dass wir dann den Impuls hier lang geben, oder gehen lassen. Ich hoffe, das ist jetzt nur die Sache, beeinflusst sich das gegenseitig? Ich hoffe nicht. Nee, bisher nicht. Sehr schön. Und dann kann der Impuls dann praktisch hier eins runter. Ah, das ist das, was ich meinte. Das wollte ich nicht. Das darf nicht sein. Puh. Scheiße. Das ist jetzt echt Mist. Nochmal kurz weghauen, muss ich mal kurz gucken, wie ich das dann anders mache. Ah, ich hatte gehofft, das geht. Ich kann ja bloß nicht hier eins früher runtergehen, das funktioniert gar nicht. Wenn ich das jetzt so, nicht so, sondern so mache, dann sollte es funktionieren. Also jetzt zum Beispiel haben wir die Leitung gerade abgeschnitten, jetzt haben wir sie wieder neu gesetzt, da sehen wir es. Ja, so geht es auf jeden Fall. Ah, sehr gut. Und dann kann ich hier ja... Ich nehme den mal vorsichtshalber weg. Nicht, dass da irgendein Impuls weitergeht. Ich weiß, sollte eigentlich nicht sein, aber na, vorsichtshalber, ne, man hat schon alles gesehen. Von daher muss ich nicht drauf ankommen lassen. Sondern können wir hier runtergehen. Genau. Und dann praktisch hier hin. So. Das ist schon mal in Ordnung. Und dann können wir gleich mal probieren, wenn wir den Schalter hier oben drücken, ob das denn schon funktioniert.
Nee. Also die Fackel ist, glaube ich, noch falsch, genau. Wird denn da ein Impuls geschickt? Ja, jetzt wird ein Impuls geschickt. Jetzt ist aus, genau. Jetzt ist der Impuls an. Wie war das denn? Ach, nee, 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 falsch. Haha. Ja, das ist falsch. Jetzt hoffe ich nur, dass das irgendwie hinhaut, wenn ich das jetzt. Oh oh. Oh oh. Kein gutes Gefühl, ganz ehrlich. Jetzt mal überlegen, hier ist noch Boden. Oh, wie soll ich das denn machen, verdammte Axt? Eigentlich muss ich nämlich dann. Hier muss die Fackel nämlich ran, genau. Oh, das wird wieder so schwierig jetzt wegen der Leitung. Dann müssen wir die noch eins weiter nach hinten auslagern. Weil wir sehen, sonst kombiniert sich das hier so ein bisschen. Das wollen wir ja nicht. Nein, 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 nein. Genauso wie hier. Dann geht das hier alles halt insgesamt noch eins früher runter. Und wir sehen, wie viel Redstone wir halt immer brauchen, ne? Das ist so bei Redstone-Schaltung, ich sag mal, das Hauptmanko. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Nein, ich wollte jetzt nicht irgendwas freilegen. So, wir nehmen auch gleich mal den Stein hier zum Füllen von den Lücken. Das passt sich doch. Muss ich jetzt noch ein Feld? Ja, ich muss noch ein Feld hoch. Genau. Und dann können wir. Nee, das passt auch nicht. Weil hier direkt Redstone dran kann ich nicht machen. Und hier eigentlich auch nicht. Das bringt mir nichts, weil wenn ich jetzt die. Ich drücke mal kurz den Schalter. Wo komme ich denn jetzt hier hoch wieder? Ach ja, hier. Ah, nee, komme ich natürlich nicht. War ja klar. Jetzt komme ich gar nicht mehr irgendwo hoch. Oder hier hinten, glaube ich, ne? Ja, das ist das, was ich meine. Wenn man das so unterirdisch macht irgendwo, dann hat man immer dieses Riesenproblem. Ja, jetzt wird das Signal nicht mehr gesendet. Verdammte Axt. Oder ich muss den Schalter umsetzen. Das ginge natürlich auch. Das funktioniert sowieso nicht, weil die Redstone-Leitung nicht darauf zuzeigt. Probleme über Probleme gerade. Das heißt, der Schalter muss definitiv woanders hin. Vielleicht setze ich ihn an die andere Seite. Das könnte ich auch noch machen. Obwohl, nee, das passt mir gar nicht. So, du kommst mal wieder weg hier. Das geht nämlich auch nicht. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Es funktioniert. Wenn der Impuls ankommt, geht die Tür auf. Das ist schon soweit in Ordnung. Jetzt ist nur die Sache, wie ich das jetzt hier mit dem Schalter mache, wo der hin soll. Am besten. Ich nehme das nochmal weg. Also wenn ich hier reinkomme, ich könnte ihn da hinsetzen. Das geht auch. Machen wir den einfach dahin. Das ist ja weit genug weg davon, und so, dass ich da nicht irgendwie in die Bredouille komme, dass die Leitungen sich überschneiden. So, mal gucken, wo ist das denn? Also hier kommt er an, genau. Dann kann hier die Redstone-Fackel hin. Oh, schwierig, schwierig wieder alles. Kurz gucken. Ja, düm, düm, düm. Genau, hier kommt dann das Pulverchen hin. Ich muss hier eine Fackel setzen, normale. Wird mir gerade zu duster hier in der Ecke. Und dann muss ich ja nur hier runtergehen zu dem anderen. Ah, sehr schön. Ah, das sieht doch schon nach der richtigen Lösung aus. Genau. Ich hoffe, das reicht noch, dass wir da nicht diese 10 Felder. Ah, sehr schön. Also der Impuls geht dahin, genau. Jetzt ist nur die Sache, geht die Tür auch auf und zu? Oder habe ich die Schaltung falsch gemacht? Ich glaube, ich habe die Schaltung falsch gemacht, ne? Ja, jetzt blinkt sie die ganze Zeit wie verrückt. Weil das sich überschneidet. Jetzt ist es hier falsch. Ach, Mann. Aber jetzt können wir hier eigentlich gefahrlos von hier aus. Ach, das ist, da können wir abkürzen, ne? Ich mach das jetzt mal so. Weil wir haben jetzt nicht mehr das Problem. Ah, ich bin so ein bisschen überlegen, ob das denn wirklich kein Problem mehr ist. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Ah, doch, geht. Doch, sehr schön. Und dann mal gucken, jetzt haben wir das Signal, was da ankommt. Genau, es geht bis hierhin. War das denn richtig hier an der Stelle? Ich glaube nicht, ne? Ah, wie war die Schaltung denn nochmal? Ich hab's vergessen. Ich habe jetzt auch meine Unterlagen gar nicht so sortiert, sonst hätte ich es mal schnell nachgucken können. Eine Treppe, sup. Schauen wir, ob ich jetzt den Schalter drücke. Ach, okay, kein Wunder. Die Lampe hat da gefehlt. Und ich glaube, irgendwas, eins von diesen hier war falsch.
Ich glaube, hier vorne musste das wirklich drüber, genau. Ja. So, kurz gucken. Wie komme ich jetzt da hoch? Oh, ich muss ja irgendwie mal zusehen, dass ich das für die Bauphase besser mache. Ich verhungere, oder? Ja. So, Clement, dann nasche ich mal kurz was und gucke mal kurz, ob ich hier irgendwo meine Unterlagen habe. Clement, war? Ja, schon gefunden. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo das denn da ist mit der Schaltung. Ich schreibe mir sowas immer auf, weil ich vergesse das nämlich immer ganz gerne. So, Clement, wir gucken mal kurz nach. Also, wir haben hier. Nee, die Schaltung ist noch nicht dran, die kommt aber auch noch. Ah, nee. Das ist es auch nicht. Irgendwo hier muss diese Schaltung rumlungern. Wie ich das denn gemacht habe. Nee, das ist die andere Schaltung für eine Zugbrücke. Ja, wie gesagt, ich muss mir das echt immer aufschreiben. Ah, okay. So war das also. Aha. Ja, es kann sein, dass es jetzt nur ein kleiner, Fehler war. Ach, wenn man das nicht immer alles gleich parat hat. Also das hier vorne war soweit richtig, wenn ich mich da erinnere, wenn ich das gerade so angucke. Ja, das ist okay. Dann ist das hier auch in Ordnung. Soweit. Und hier vorne soll es eigentlich dann nur die sein. Okay. Also hier so praktisch. Aber warum funktioniert es denn nicht? Reicht der Impuls nicht aus? Kommt der nicht weit genug? Kann das sein? Die bleibt immer an, ne? Also egal was passiert, die bleibt immer an. Ja, da fehlt ein Repeater. Das sehe ich doch jetzt schon jetzt. Da fehlt auf jeden Fall ein Repeater. Sollte zumindest jetzt die Lösung des Problems sein. Na, jetzt leuchtet's richtig. Sehr gut. Und bei dem anderen, ist jetzt die Sache, kommt der Impuls? Da kommt's an, auf jeden Fall. Und aber die Reds. Ach, stimmt, das war ja das Problem. Dass das nicht so richtig ging hier an der Stelle. Ist nur die Sache, wie ich da jetzt hinkomme. Mist. Mist, 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 Mist. Ich muss eigentlich hier lang. Das ist das Problem, dass jetzt hier die Leitung liegt, die andere. Es ist egal, wie wir es machen, ne? Egal, wo wir lang gehen. Wir haben ständig das Problem mit der Leitung. Es sei denn, natürlich, ich setze die Fackel auf der anderen Seite hin. Was aber auch nicht geht. Und wenn ich direkt auf den Stein drauf zugehe. Ach, Mann. Ich guck mal kurz, wenn ich dann doch. Ich weiß es nicht. Also es ist jetzt wieder dieses ewige Probieren. Kommt halt, wenn man mit Redstone so selten Sachen macht, weil man jetzt hier eher nur am Bauen ist, dann vergisst man das immer, wie man das alles immer gemacht hat. So, genau. So, jetzt ist es aus, oder? Ist es aus? Nee, natürlich nicht. Es muss eigentlich dann hier ein Steinchen hin. Wo ich irgendwie drauf zugehe. Mal gucken, ob das dann so funktioniert. Puh. Übel, übel. Genau, jetzt ist es aus. Ah, so funktioniert's. Sehr schön, haben wir dann doch noch die Lösung gefunden. Und jetzt, wenn wir den Schalter drücken, sollte es eigentlich aufgehen. Warum kommt denn da jetzt kein Impuls an? Da kommt jetzt ein Dauerimpuls an. Also egal, ist die Lampe aus? Ja, die Lampe leuchtet. Mal kurz ausmachen. So, dann müsste der Impuls ja eigentlich hier weg sein. Normalerweise. Warum ist der Impuls denn noch da? Woran liegt das denn jetzt schon wieder? Die Lampe leuchtet. Ich muss sie mal kurz wegnehmen. Warum zur Hölle, wenn ich jetzt, ist die Tür offen? Nee, natürlich nicht. War ja klar. Ja, weil hier kommt ein Dauerimpuls und das geht gar nicht, meiner Meinung nach. Ja, jetzt geht's auf. Mal kurz gucken, ob es wenigstens von der anderen Seite funktioniert, die Schaltung. Ja, so soll es auch sein. Aber warum kommt von dem anderen? Weil hier kommt ja auch kein Dauerimpuls die ganze Zeit. Das darf nicht sein. Ja, ich mach die mal aus kurz. Da müssen wir mal gucken. So. Das Ding ist jetzt auf jeden Fall aus. Nee, es ist an. Warum ist denn die an? Ist das die falsche Stelle? Ja, war die falsche Stelle, deshalb. Ach, siehste, Mensch. War alles soweit in Ordnung und ich mache hier einfach nur wieder groben Stumpfsinn, deshalb. Verdammter Mist.
Genau, jetzt ist an. Komm, hier machen wir aus. Ja, doch, jetzt funktioniert's. Ei, Karamba, es ist hier ganz schön kompliziert, einmal die ganze Zeit. Kurz gucken. Nee, das darf nicht sein. Das darf nicht. Da muss noch ein Steinchen drüber. So, genau, dann haben wir die Leitung da abgeschnitten. Das zieht auch, wenn man das halt so macht. Dann kann man die Leitung halt auch voneinander trennen. Ich weiß bloß nicht, ob die Leitung jetzt dann auch rot wird, jetzt, weil. Kompliziert, kompliziert wieder. Ja, doch, funktioniert. Sehr gut, sehr gut. Ja, das heißt nämlich jetzt haben wir hier die Tür zugemacht, so. Und normalerweise ist es so, die geht jetzt auf und wir können sie von außen jetzt nicht mehr zumachen, wenn wir es nur mit Hebeln machen. Und jetzt kann man sie trotzdem auf und zu machen. Ist das geil oder ist das geil, hä? Ja, also, eigentlich ist die Schaltung relativ simpel. Ja, kurz die Tür noch richtig setzen. Weil die muss von außen ran, genau. Und dann kann man halt jetzt einfach reingehen, so, haha. Und dann machen wir das mal kurz hier schon mal so ein bisschen zu. Geht mal halt rein und sagt so, ah, na gut, machen wir da zu. Flups, und ist die Tür wieder zu. Was man noch machen kann, das habe ich auch schon mal gemacht. Man kann halt noch eine Sicherung einbauen, dass man sagt, okay, wenn ich drinne bin, kann ich noch einen anderen Schalter umlegen, sodass halt nur die Tür aufgeht, wenn ich das wirklich möchte. Das ist relativ simpel. Zum Beispiel jetzt hier an der Stelle, ja. Da könnte man das einfach machen, indem man dahinter in Pisten setzt, also zwei Felder hier dahinter, so ein Haftkolben, also hier zwei Felder dahinter, so, und der dann halt auf Knopfdruck mit einem anderen Hebel einen Stein, ein Feld nach vorne schiebt, nach hier. Dann wird diese Leitung hier unterbrochen und man könnte von außen nicht mehr auf und zu machen. Das ginge dann nur noch von innen. Das wäre noch so eine Möglichkeit, wo man sagen kann, okay, das ist dann so eine Sicherung und da kann dann kein anderer was machen, außer ich. Mache ich jetzt aber in dem Fall nicht. Also das brauchen wir hier. Ich glaube, bei der Gruft brauchen wir das nicht, oder? Brauchen wir das bei der. Nee, bei der Gruft brauchen wir das nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das vernünftig zubaue. Dass hier nichts drin spawnt. Und vor allen Dingen, dass nichts kaputt geht dabei. Das ist noch viel wichtiger. So. Das muss. Ja, das kann eigentlich so zu, genau. Dann hier. Weil die Sache ist auch immer, wenn man das mit Steinen vollsetzt, nicht, dass dann irgendwo was weitergeleitet wird, weil der Impuls schlecht gesetzt ist oder so. Ah, genau. Achso, nee, hier geht's ja nicht. Kann ich hier wieder? Nee, natürlich nicht. Ich hoffe, das passt wirklich, aber da unten ist es eigentlich hell genug, da sollte jetzt nichts passieren. Sehr schön. Ach ja, es hat geklappt. Juhu, hey, eine ausgetüftete Redstone-Schaltung haben wir wieder geschafft. Ah, das war der falsche, habe ich nicht irgendwo. Ach, werden die automatisch zu denen? Nee, werden sie nicht. Ah, er hat schon Panik. Dass die automatisch zu anderen Steinstufen werden, zu einer anderen Art. Ja, dann haben wir doch da den Schalter. Sehr gut. Ist aber eigentlich noch nicht alles. Denn das soll ja spiegelgleich werden. Und damit spiegelgleich ist, muss da auch noch was hin. Jetzt ist nur das Problem, ich habe unten drunter diese Schaltung. Und ich habe relativ wenig Platz. Bin ich jetzt am Überlegen, wie ich das mache? Oder lasse ich das jetzt dann doch so? Macht das anders? Ah, ich bin so ein bisschen am Überlegen. Ich glaube, da mache ich mir nochmal so Gedanken, ob ich das dann wirklich da noch mit oder doch woanders. So bis zur nächsten Folge mache ich mir da nochmal Gedanken drüber. So, ich hoffe, ihr konntet was lernen ein bisschen oder habt vielleicht was gesehen, was ihr noch nicht kanntet. Obwohl die eigentlich relativ bekannt ist, diese Schaltung. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. In diesem Sinne dann wieder bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zocker.